die besondere Situation dieser Partie durchsetzen. Ich erinnere gerne daran. Der Tabellen-15. mit 5 Niederlagen in Serie im Gepäck empfängt den Tabellen-17., der noch kein Auswärtsspiel in der Saison 2022-2023 hat gewinnen können. Viel Spaß bei der Easy Credit Basketball-Bundesliga. Präsentiert von Easy Credit. Sie müssen liefern heute. Für Sie sicherlich der Sieg noch wichtiger als für die Heidelberger, weil Sie stehen ganz unten drin. Sie wollen und sollen und müssen Anschluss halten an das untere Tabellenmittelfeld. Und dafür braucht es letztendlich den ersten Auswärtssieg für Medi Bayreuth. Und natürlich werden Sie etwas dagegen haben. Max Ungrei und Co. Und auch für Sie ganz wichtig, eben diese schlimme Niederlagenserie von 5 Spielen in Serie endlich mal zu beenden. Da darf man ruhig mal Poser-Qualitäten zeigen und sich mutig erweisen, mit breiter Brust hier in dieses Heimspiel zu gehen. Alles ist parat, kann losgehen. Auf geht's! Tip-off! Und der Gastgeber ganz in Blau mit Ärmeln von links nach rechts. Mit der ersten Situation und den ersten beiden Punkten. Coleman eröffnet den Reigen heute Nachmittag. Rich mit der Antwort auf Bayreuther Seite. Also alles andere als ein fröhliches Abtasten. Geht gleich ordentlich zur Sache. Oh, Block da gegen Max Ugray. Und gleich auf der anderen Seite dasselbe Spielchen. Nur, dass Bayreuth das Glück hat, dass sie im Ballbesitz bleiben. Childress Foul gegen ihn. Das Foul geht gegen Tim Coleman. Starker Block da. Ja, das war nicht gut gelöst. Allerdings noch die Fastbreak-Chance jetzt dahin. Sehr nervös gerade die Situation und Bayreuth im Ballbesitz. Jetzt erstmal Ruhe reinbringen. Nee, gar nicht. Und der nächste Block im Spiel. Coleman hat die Hand drauf. Brandon Childress also ordentlich abgeräumt. Da sehen wir es nochmal. Da der Schirm über ihm aufgespannt. Rich Fehlwurf von der Dreierlinie. Der Ball bleibt bei den Bayreuthern zuletzt. Gästelot am Ball. Ja, dauert lange, bis der Ball ins Spiel kommt. Young. Kriegt er den Ball wieder direkt im Brett näher und kriegt ihn aber nicht unter. Matsuba hat da leicht einen abbekommen, hat sich gerade das Auge gehalten. Oh, und dann der Ball ins Nichts.
Coleman nicht in der Ecke, dort wo ihn Hakim Vargas erwartet hatte. Also ging erstmal ganz ordentlich los, aber jetzt dann doch viel Nervosität. Langer Dreier, Fehlversuch, wieder Rebound bei den Hausherren. Washington drückt direkt ab, auch er zu kurz. Aber wieder offensiv Rebound Heidelberg. Abgepfiffen die Situation, Schrittfehler, Tim Coleman. Jonas versucht so ein bisschen Struktur ins Spiel zu bekommen. Wieder der Versuch aufzuposten. Das geht aber dann erstmal mit dem Outpass und dann im ersten erfolgreichen Dreier im Spiel. Brandon Childress, 3 Punkte für Medi Bayreuth, 5-2 die Führung. Wenig Bewegung da im Heidelberger Spiel. Von weit draußen, weit daneben. Eigentlich gut gesehen, aber schnell eine Hand dazwischen und Ballverlust der Bayreuther. Ja, diskutiert er noch ein bisschen, trotzdem geht das Foul gegen ihn. Khalif Young. Elias Lassis ist im Spiel. Nach der 2-0-Führung bei Heidelberg nicht mehr viel zusammengelaufen. Shahilai ebenfalls jetzt auf dem Parkett, genauso wie Griffin. Washington auf Griffin, schön abgelegt und Griffin ist erfolgreich. Ja, so kann es gehen. Versuchen, die Bayreuther Defense auseinanderzuziehen. Die wissen um die Qualitäten jenseits des Bogens von Washington. Dann ist natürlich dann Platz in der Zone. Brian Griffin hat das da gerade gut nutzen können. Wesselot war da gerade ganz frei, kriegt aber den Ball nicht. Etwas Pech da bei Washington, aber gut nachgesetzt. Kesselot, wieder Führung Heidelberg. War die Antwort. Ignas Sargiunas. Also wir dürfen uns darauf einstellen, dass es hier reichlich Versuche gibt aus dem Dreierland. Die Frage ist nur, wer trifft am besten? Ball Bayreuth. Und da ist er, der neue Bennett Hund. Also schon früh sein Debüt. Nicht ganz 5 Minuten gespielt. Und er ist dabei. Kriegt hier extra Applaus vom Publikum. Gefüllt übrigens heute Nachmittag der SMP-Dome. Ich schätze mal so 4.500 Zuschauer dürften es sein. Childress rutscht weg.
Wird aber auch gefoult. Kein kontrollierter Wurf möglich. Schauen wir mal hin. Ja, da sehen wir es, wie er wegrutscht. Und aber auch ein Elias Lassisi, der ihn da ganz ordentlich bearbeitet. Sicher an der Linie, auch Freiwürfe heute. Durchaus ein wichtiger Faktor in diesem Spiel. Ahmed Hill im Spiel der Bayreuther mit dabei, ebenso Bastian Doret. Gut gesehen, da Eli draußen für drei, nicht erfolgreich. Gutes Rebounding jetzt bei den Bayreuthern. Ja, sie müssen einfach in Korb hier sicherer abschließen. Gute Übersicht da Bennett und Eli. Mit etwas Glück fällt der Ball. Nächster Fehlwurf. Ahmed Hill. Foul an Griffin. Also diese Variante klappt bei den Heidelbergern eigentlich ganz ordentlich, dass sie ihren Großen da ins Spiel kriegen. Washington hat das vorhin hinbekommen, jetzt auch Bennett Hund. Da sehen wir nochmal die zwei Punkte von Sharon Eli. Lars Marcel, er ja genauso wie Jonas Isalo, ein junger Trainer, der in der letzten Saison noch als Assistant Coach unterwegs gewesen ist, jetzt die Verantwortung dieser Saison trägt. Beides Novizen in der Liga. Auch Brian Griffin sicher an der Freiwurflinie. Es passiert bei Bayreuth sehr viel aus dem Dribbling heraus. Wenig Passspiel. Weiß wohl auch nur Bennett Hund allein, was er da wirklich vorgehabt hat. Also wir sehen deutlich die Schwächen beider Mannschaften. Wir können aber auch erkennen, dass beide Teams mit Werbe dabei sind. Gute Aktion jetzt da von Sanin Jaukas, aber dann schenken sie den Ball doch her. Die Bayreuther Fastbreak-Chance bei Heidelberg. Dauert insgesamt zu lange. Griffin. Gut bedient von Elias Lassisi. Brian Griffin, absoluten Aktivposten bislang. 6 Punkte für ihn. Großer Wechsel bei beiden Teams. Zwei raus, zwei rein. Setzt er sich gut durch Brian Griffin. Ist ja ein unglaublicher Koffer, der Typ. Wenn dann neben dem steht, wird es richtig dunkel im Raum. Ja.
zu kurz. Brunke mit dem Fehlwurf. Es ist nicht nur so, dass die Würfe nicht fallen bei Bayreuth, sie sind auch eigentlich nicht gut vorbereitet. Hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass ihnen eigentlich nichts Besseres einfällt, als eben diesen Dreier zu nehmen. Da sind die Heidelberger in dieser Phase etwas geschickter, suchen die Nähe zum Brett. Coleman erfolgreich und dann auch noch gefoult worden, bekommt jetzt den Bonusfreiwurf. Foul geht gegen Young, müsste dann auch sein zweites sein. Die Hausherren in Front. 5 Punkte vorne. Lange nichts mehr passiert bei Bayreuth. Sie müssen den Kontakt halten. Childress und Young. Outpass. Brunke für 3. Zu lang. Und dann ist der Ball wieder bei den Heidelbergern. Offen für den Dreier. Nächster Fehlwurf. Bislang die Quote bei den Hausherren bei 0% jenseits des Bogens. Kein einziger Dreierversuch hat das Ziel getroffen. Sieht es bei Bayreuth schon etwas besser aus. Die haben aber immerhin schon 9 Versuche genommen, nur 2 getroffen. Da gibt eine 22%-Quote. Und die sollte man sich auch nicht unbedingt auf die Visitenkarte schreiben. Immerhin der zweite Sitz, seit langer Zeit mal wieder ein Bayreuther Punkt. Jan kriegt direkt ein Päuschen. Eric Washington ist wieder im Spiel. Aki Vargas für 3. Und schon ist Stimmung im Haus. Allmählich kann sich Heidelberg etwas absetzen. Childress zu kurz. Da war er auch gerade sehr grantelig mit Sascha Grant. Der wollte den Handoff machen und tatsächlich war aber eigentlich Ziel des angesagten Systems, dass er weiterpassen sollte auf Basti Dorit, der ganz frei und offen stand im Eck. Ja, Hill setzt sich da schön durch, aber hat Pech. Drei Punkte, Heidelberg. Der letzte Angriff in diesem ersten Viertel gehört den Gästen. Und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Brandon Childress, aber er ist nicht erfolgreich. Der war verdammt nah dran. Hier ist Lassiski mit der einhändigen Peitsche. Das erste Viertel ist rum, 20:11. Heidelberg deutlich in Front. Bei Bayreuth muss definitiv eine Menge mehr passieren. Demnächst bei Magenta Sport.